Oskar, 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 bleib mal stehen, bleib mal stehen. Was geht? Hi. Hi, was machst du denn hier, Kevin? Oskar, ich habe von deiner Mom erfahren, auf welche Schule du gehst. Und ich glaube, du wolltest gerade in Unterricht gehen, oder? Ja. Oskar, ich habe eine viel bessere Idee. Lass mal einfach mal einen Tag Schule schwänzen, oder was sagst du? Ja. Leute, hier ist wieder euer Eierkopf. Heute gibt es ein richtig krasses Video. Mit dabei ist Oskar. Was geht's? Schreibt alle Hashtag Eierkopf in die Kommentare. Ja, Mann, Freunde, denn heute gibt es ein richtig krasses Video. Und zwar wird heute ein kleiner Junge einfach mal heimlich die Schule schwänzen. Zusammen mit mir. Hast du Bock? Ja. Okay, Freunde, ihr seht, wir sind auch direkt schon mal vor McDonald's. Ich habe Oskar gerade von der Schule abgeholt. Ihr habt gerade den Anfang gesehen. Und heute machen wir richtig krasse Sachen. Alles Sachen, die man eigentlich nicht vormittags machen darf. Und die erste Sache, die du dir ausgesucht hast, war? Zu Maggis gehen. Erstmal frühstücken bei Maggis, oder? Okay, Oskar, wir sind jetzt hier bei Maggis drin. Du suchst jetzt einmal ganz kurz die Sachen aus. Ich gehe mal einmal ganz kurz was hinten den Zuschauern erzählen, okay? Ja. Du machst das schon mal. Ich komme gleich wieder. Okay, Freunde, noch eine ganz, ganz wichtige Sache zu sagen. Heute hat Oskar in seiner Schule tatsächlich einen freien Tag, weil die irgendwie so einen Bildungstag oder sowas haben. Das hat mir seine Mom auf jeden Fall erzählt. Aber Oskar weiß das nicht. Der ist davon ausgegangen, dass er heute ganz normal in die Schule geht. Das heißt, er schwänzt heute nicht wirklich die Schule. Das ist alles abgesprochen, auch mit seiner Mom, mit seinen Eltern. Alle wissen Bescheid, nur er denkt, er schwänzt heute heimlich mit mir die Schule. Ne? Nicht wundern. Gucken wir aber jetzt mal, was sich Oskar ausgesucht hat. Okay, Großer, was hast du dir ausgesucht? Ich habe mir hier ein Happy Meal ausgesucht. Ja, und was nimmst du zu trinken? Milkshake. Aha, mit Schokogeschmack? Das ist sehr gut. Das ist eine sehr gute Wahl, sage ich dir. Kevin, ich habe noch eine richtig gute Idee. Wir brauchen noch einen riesigen Oreo McFlurry. Aha, das wollte ich dir auch gerade vorschlagen. Wir haben beide einen Kopf, sage ich dir. So, Oskar, ich zeig dir einmal, du bist ja Profi, aber pass mal auf. Ich zeig dir mal, wie man das hier richtig macht. Bam, Oreo. Bam, Oreo. Bam, Oreo. Der ist krass, oder? Das ist der Ultra Oreo Endboss. Leute, ihr müsst alle mal in die Kommentare schreiben, Hashtag Oreo Endboss, oder? Ja. Dann würde ich sagen, füge ich auch noch mal was hinzu und dann fetzen wir, oder? Ja. Okay, Freunde, ihr seht, Oskar hat sich jetzt hier mitten in die Ecke gesetzt. Ich bin jetzt hier dein menschliches Schutzschild, damit dich keiner erkennt. Weil, du hast doch gerade schon gesagt, du glaubst, dass da vorne dein Mathelehrer sitzt, oder? Ja, die sitzt nämlich fast genau hinter dir, guck mal. Oh mein Gott, wir haben ja so Glück, dass da so diese Verkleidung oder so ist. Sitzt die da hinten am Fenster? Halt mal fest, ich baue dir mal ein Schutzschild dahin. Gut, oder? Ja. Von hier bist du quasi unsichtbar. Und jetzt gibt's auch noch einen Trick, und zwar haben wir unser Essen noch gar nicht. Willst du mal einmal klatschen, dann ist das Essen da? Ja. Okay, mach mal. Klatsch mal ein. Oskar? Hä? Wie hat das denn jetzt funktioniert? Das Essen ist auf einmal da. Willst du mal zuerst mal dein Happy Meal angucken, was da drin ist? Ja. Bevor du das machst, du musst einmal erstmal prüfen, ob die Leute den Kanal abonniert haben. Guck mal. Ja, ich glaube, dieses Mal sollten es die meisten hingekriegt haben. Haben die? Wenn ihr jetzt den Kanal abonniert, bekommt ihr nächstes Mal mit etwas Glück sogar gratis Maccas. Ja. Prüfen wir nochmal, ob die jetzt abonniert haben. Ja, jetzt haben alle abonniert. Haben die sogar. Wirklich? Okay, ja. Komm, dann würde ich sagen, wir fetzen erstmal ein bisschen runter. Das stimmt. Vorsichtig. Okay, Freunde, wir essen jetzt erstmal kurz was. Und gleich habe ich schon eine Idee, was wir als nächstes machen, okay? Ihr seht jetzt mal im Schnelldurchlauf, wie wir hier genüsslich unser McDonald's futtern. Und übrigens, Freunde, hier schon mal die erste Info. Heute um 14 Uhr auf clashgames.shop kommt der neue Merch raus. Seid schnell. Aber dazu erzählen Oskar und ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Denn jetzt werden wir den Oreo Endboss testen. Ja, Freunde, ihr habt es gerade gehört. Der gute Oskar, der möchte jetzt nochmal den Oreo McFlow. Guckt euch das an, das ist wirklich der Oreo-Endboss. Das ist der Endgegner. Okay, teste mal, ob der auch genug Oreo drauf hat. Ja, sieht so auf jeden Fall so aus. Guck mal, muss mal einmal einen richtig fetten Löffel nehmen. Oh, Junge, jetzt fetz mal einmal rein. Okay, oh, Oskar. Ich glaube, deine Lehrerin ist gerade gegangen. Das heißt, wir können auch gleich den Laden wieder verlassen, dann erwischt ihr uns auch nicht. Aber du isst erstmal kurz auf und dann habe ich schon eine Idee, was wir als nächstes machen, okay? Kevin, was machen wir denn jetzt als nächstes? Oskar, ich habe eine ganz gute Idee. Wir fahren als nächstes jetzt erstmal zu mir nach Hause und machen erstmal ein bisschen Blödsinn bei mir, weil ich hatte gerade echt Angst, dass deine Lehrerin, dass die uns da irgendwie verpfeift. Weil wenn die das nachher der Schulleiterin oder deiner Mom sagt, dann haben wir echt ein Problem. Deswegen, wir fahren erstmal zu mir, machen ein bisschen Blödsinn und dann machen wir noch was anderes Cooles, okay? Auf geht's. So, Oskar,
Wir sind jetzt bei mir in der Wohnung, aber wir müssen ganz leise sein. Weil meine Freundin, die ist im Schlafzimmer. Und wenn die erfährt, dass ich dich von der Schule geholt habe, obwohl du Unterricht hast, dann bin ich ein Eierkopf kürzer. Okay, Oskar, du warst noch nie hier in meiner Wohnung. Was soll ich dir zeigen? Schieß los. Zeig mir erstmal alles hier. Alles? Ja. Oskar, du darfst dich erstmal umdrehen, dann siehst du schon mal das Wohnzimmer. Kevin, hier ist ja eine Prime-Flasche. Darf ich die mal probieren? Ja, die habe ich heute zugeschickt bekommen. Wir haben hier einmal Cherry Freeze und einmal Lemonade. Welche willst du testen? Dann nehme ich die andere. Ich würde mal Lemonade. Schläft Maybrit ja sogar. Maybrit schläft. Echt? Soll ich mal gucken? Ja, guck. Oh, komm mal schnell wieder raus. Sie macht irgendwie, glaube ich, gerade noch einen Frühschlaf oder sowas. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall ein bisschen lauter reden. Ja. Und Freunde, wundert euch nicht, ich habe hier überall die Rollläden runter gemacht, damit natürlich ihr alle nichts von draußen sehen könnt. Ne? Nicht wundern, warum es hier dunkel ist. Aber okay, du wolltest Lemonade testen, hast du gesagt? Okay, dann teste ich Cherry Freeze Prime. Und weißt du, was ich gleich als nächstes wissen will? Wir wissen, was du in deinem Rucksack drin hast. Prost. Was sagst du, 1 bis 10? 8. 8? Okay. Ich gebe Cherry Freeze Prime, glaube ich, auch eine 8 von 10. Ja. Aber jetzt Schulranzentour. Die Zuschauer wollen alle wissen, was du mit dabei hast. Natürlich habe ich auch das Wichtigste, was es überhaupt geben kann dabei. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Und das ist natürlich dein Merch hier. Boah! Oskar, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Heute um 14 Uhr ist der Merch dann rausgekommen. Freunde, wenn ihr heute das Video guckt, seid schnell. Heute ist der 2.3. Heute um 14 Uhr auf clashcamps.shop kommt der neue Eierkopf-Ostermerch raus. Der ist streng limitiert auf 500 Stück. Der letzte Merch war echt schnell ausverkauft. Und Oskar, was gibt's dazu? Dazu gibt's Autogrammkarte und da gab noch einen geilen Eierkopf-Plüschi. Genau, Freunde, also seid schnell. Oskar hat hier schon eingekauft, das heißt, es gibt nur noch 499. Richtig, plus Henry und dich heißt 497. Alter, nur noch 497, das heißt, die Zuschauer müssen echt schnell sein. Ist so. Okay, aber was hast du noch in deinem Schulranzen drin? Ich will sehen, hast du noch Pausenbrot oder sowas da drin? Also doch, hier. Oh, mit Erdbeeren. Das heißt, Mama hat dir sogar ein Pausenbrot für heute gemacht. Mhm. Zeig mal, was ist da so drin? Einmal eine Beefy Carazzone und Erdbeeren, okay. Ja, und okay. Natürlich habe ich noch das halb kaputte Gummi-Ninja. Keine Ahnung, wie das aus Gummi brechen kann. Wie hast du das hinbekommen, Oskar? Ich habe Simon, meinen besten Freund, damit gehauen. Oh, Simon, ganz liebe Grüße an dich. Ich hoffe, es tat nicht zu sehr weh. Ja, das machen wir immer bei uns gegenseitig als Begrüßung. Okay, interessante Begrüßung. Oskar, was darf ich dir als nächstes zeigen? Kevin, ich muss das Gaming-Zimmer sehen. Ja, weißt du, wo das ist? Du hast es ich ja glaub, schon ein paar Mal... Ich glaube, hier hinten. Ich habe es ja immer in deinen Videos gesehen. Ja, lauf mal vor. Das ist geil. Hier das Licht und hier auch die Werbung hier für den Merch. Freunde, heute, 2.3. Und auch hier dieser geile Hintergrund und auch die Goldfiguren und alles. Hier. Soll ich dir sogar mal was sagen? Wenn wir gleich cool drauf sind, sollen wir dann so Brawl Stars Megaboxen aufmachen? Ja. Vielleicht können wir dann so ein Battle gegeneinander machen, wer krassere Brawl Stars Minifiguren zieht. Was meinst du? Ja, das machen wir. Was findest du hier ist am krassesten in meinem Büro? Also ohne hier die goldenen Brawl Stars Figuren finde ich das hier ja. geil. Die ja. Pina Colada Prime natürlich. Oh, die goldene Prime. Vorsichtig, nicht anfassen. Oskar, wenn das die runterfällt, die ist 10 Trillionen Milliarden ich weiß. Euro wert. Guck mal, den Nita Hut, setz den mal auf. Der ist krass, oder? Leute, sieht's krass aus. Kevin, sag mal, kannst du irgendwie hier auch die Megaboxen herschnipsen oder so? Dass wieder wir die aufmachen können? Ja, wieder herzaubern, wie sonst auch immer. Warte mal, klatsch du mal an deine Hände. Alter, das ist Zauberei, sag ich dir ehrlich. So, Freunde, Oskar und ich, wir machen jetzt einfach mal so ein Opening-Battle gegeneinander. 3, 2, 1... So. Ey, Digga, ich hab nur Shelly. Was hast du? Du hast Penny. Oh mein Gott, Freunde, die erste war verkackt. Wir machen direkt die zweite mal auf. 3, 2, 1, go. Ich hab Leon. Ja, Digga, ich hab Gold Spike. Ich hab Leon nur, aber nur noch in normal. Oh mein Gott. Setz dich mal hier so hin. Mach mal so deine Hände auf. Augen zu. Okay, Oskar, du darfst gucken in 3, 2, 1. Oh mein Gott, einfach den Gold Spike. Ich würde sagen, ich habe noch eine Überraschung für dich.
Geh mal einmal mit deinen Figuren, geh mal einmal bitte vorne ins Wohnzimmer, okay? Okay, die nehme ich mit. Okay, im Wohnzimmer hinsetzen und dann Augen zu, okay? Okay. Okay, Freunde, ich habe nämlich noch etwas richtig Witziges heute mit Oscar vor. Jetzt sag ich mal ganz kurz was hier in meinem Schrank. Und zwar will ich heute noch mit Oscar eine richtig krasse Nerf-Schlacht machen. Und wenn Oscar jetzt gleich die Augen zu hat, dann baller ich ihn richtig mit der Nerf ab. Und dann will ich mal gucken, wie er darauf reagiert. Passt mal auf. Kevin, wo bleibst du denn? Ich schlaf gleich ein. Ich komme. Augen zu. Okay, Freunde. Ey, du hast Girl Spike abgeballert. Jetzt müssen wir auch ein Battle machen, wenn du den jetzt schon so abballerst. Ey. Wie, du willst ein Battle machen? Oscar, weißt du, was wir machen? Wir fahren jetzt als erstes zu Candy Palace, kaufen Süßigkeiten ein und dann fahren wir zu Smith Toys und wir rüsten uns beide aus. Ja, das machen wir und du wirst sehen, du wirst verlieren. Ich werde dich komplett auseinandernehmen. Okay, auf geht's. So, Oscar. Wir sind tatsächlich jetzt nicht bei Candy Palace. Warum? Erzähl mal. Weil wir haben Angst, dass Alper uns sonst verpetzt oder so, weil das wäre ja auf jeden Fall gar nicht gut. Das stimmt, Freunde. Ihr wisst es, Alper ist auf jeden Fall ein Ehrenmann. Trotzdem glaube ich, dass er uns vielleicht verpfeifen könnte. Wir machen das doch mal so. Wir wollen doch gleich eine Nerf-Schlacht machen. Mhm. Und die Sachen, die wir jetzt hier holen, die bekommt der Gewinner. Oder? Ja. Was das sagst du? Machen wir. Und Freunde, ihr müsst jetzt mal in die Kommentare schreiben, Hashtag Team Oscar, wenn ihr glaubt, Oscar wird die Nerf-Schlacht gewinnen. Und Hashtag Team Eierkopf, wenn ihr denkt, dass ich die Nerf-Schlacht gewinnen werde. Wie machen das so? Du suchst eine Sache aus, ich suche eine Sache aus und der Gewinner bekommt beides, okay? Okay. Was möchtest du nehmen? Ich nehme Schokoboss Crispy. Schokobon Crispy? Kannst du auch bezahlen? Also Kevin, ich würde mal sagen, du bezahlst doch, oder? Ich habe eine viel bessere Idee, Oscar. Klopf mal hier zweimal einmal gegen und dann kommt das automatisch runter. Pass mal auf. Kevin, das ist die Eierkopf-Energie. Alter, Oscar, ey, du bist der krasseste. Freunde, schreibt alle mal in die Kommentare, Oscar ist der Magier. Und jetzt würde ich sagen, ich nehme noch mal einen Preis, der zweite Preis, den der Gewinner dann bekommt. Jetzt sagen, machen wir doch ganz klassisch Takis Blue Heat, oder? Pass mal auf, jetzt film du mich mal, ich klopfe mal gegen. Ja. Mal sehen, ob das bei mir auch klappt. Hey, das klappt bei mir nicht. Benutz mal deinen Eierkopf, vielleicht funktioniert es ja dann. Okay, warte. Es hat funktioniert, Kevin. Ich hab doch gesagt, das geht mit Eierkopf-Power. Alter, Oscar, halt mal kurz. Junge, das ist ja so geil. Freunde, es hat einfach mit der Eierkopf-Power funktioniert. Okay, aber jetzt würde ich sagen, wo fahren wir als nächstes hin? Wir müssen zu Smith Toys die Nerf holen. Das stimmt. Auf geht's. Okay, Leute, ich bin jetzt hier alleine, weil Kevin hat gesagt, ich soll jetzt hier erstmal alleine einkaufen gehen und dann, wenn ich fertig bin, kauft er auch alleine sein. Eine Ausrüstung. Leute, was meint ihr? Soll ich mir hier dieses Netherite-Schwert noch für den Kampf holen? Wenn ich das jetzt holen soll, müsst ihr jetzt einen Daumen nach oben geben. Okay, dann nehme ich das mal mit. Leute, ich glaube, hier ist solch ein krasses Schild. Ich glaube, das nehme ich auch noch mit. Linksschild aus Zelda. Boah, jetzt bin ich schon richtig krass ausgerüstet. So, Freunde, ich bin tatsächlich jetzt auch einmal bei Smith Toys und ich habe nur 20 Euro. Ihr werdet ja wahrscheinlich Oscars Sicht hier parallel sehen. Ich werde euch noch nicht verraten, warum ich nur 20 Euro habe. Freunde, guckt euch mal das hier an. Hier ist nämlich so eine richtig krasse Nerf Blaster BAR im Angebot für 15 Euro. Die könnte ich mir halt holen. Aber an sich, ich habe noch eine Idee. Und zwar habe ich ja theoretisch meine Nerf noch zu Hause, die wir ja eigentlich gefunden haben. Das heißt, eigentlich brauche ich irgendwie nur so ein Schild und vielleicht noch ein bisschen mehr Munition. Ich glaube, ich habe was, Leute. Guckt euch das hier an. Einfach eine Nerf-Minigun. Oder soll ich die mitnehmen? Ich glaube, ihr alle seid dafür. Also nehmen wir die dann mal mit. Bisschen groß. Aber kriegen wir noch hin. Ab zur Kasse. Kevin hat mir seine Kreditkarte gegeben. Kann ich jetzt alles hier kaufen? Alter, Freunde, ich könnte mir hier zum Beispiel so ein richtig krasses Hero-Schwert oder so kaufen. Und da Oscar mit hauen. Was meint ihr? Das wäre doch geil, oder? Boah, ich könnte mir Thors Hammer kaufen. Der kostet auch 20 Euro. Alter, Captain America-Schild. Ich glaube, ich nehme das Captain America-Schild. Und ich glaube, ich nehme dieses Schwert. Ich glaube, das ist meine beste Möglichkeit. Also einmal dieses Schwert hier. Und das Captain America Schild. Und dann habe ich noch 2 Euro. Okay, Freunde, ich habe die Sache gefunden, die ich mir jetzt noch holen werde. Weil ihr wisst, ich habe nur noch 2 Euro. Und mit etwas Glück habe ich da ja sogar einen Verbündeten drin. Irgendwie so einen kleinen Angreifer oder so. So, Freunde, Überraschungsei ist jetzt auch mit am Start. Und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt zur Kasse. So,
Leute, dann gehe ich jetzt mal zu Kevin. Mal sehen, was er von meiner riesigen Tüte sagt. Aber ich zeige ihm natürlich nicht, was ich gekauft habe. Oskar, was hast denn du da alles gekauft? Warum hast denn du so eine riesige Tüte? Alles, womit ich dich zerstören werde, habe ich gekauft, Kevin. Ja, zeig mal kurz her. Nein. Wie viel Geld ich ausgegeben habe, kann ich dir jetzt schon sagen. Mehr als 10 Euro? Deutlich mehr. Es sind 65 Euro. Wenn wir gleich die Nerfschlacht machen, ich zerstöre dich. Aber gib mir mal bitte meine Karte wieder, nicht, dass du noch mehr hier gleich kaufst. Nee, deine Kreditkarte behalte ich erstmal. Du kannst ja gucken, wie du hier bezahlst. So, Kevin hat mir hier jetzt die Kamera hingestellt, dass wir zusammen hier die Sachen auspacken können. Hier natürlich ja das Schild hier, das große Zelda-Schild. Dann natürlich das krasse Netherite-Schwert. Und dann natürlich das krasseste von allen, die diesen Minigun, den ich kaum tragen kann. Okay, Freunde, Oskar ist tatsächlich gerade im Wohnzimmer und ich habe meine Sachen geschafft, an ihm vorbeizuschleichen, dass er nichts davon mitbekommt. Ich zeige euch nochmal, ich habe hier so ein Avengers-Schild, dann mein Ei, ne, als Auflademöglichkeit, als Minischildi und mein Schwert und natürlich meine Nerf-Waffe. Ich schaue mal einmal ganz kurz, was Oskar da vorne macht, weil ich kann ihn nämlich beobachten. Ich zeige euch das mal. Ich gehe schnell zurück und jetzt muss ich meine Sachen einmal aufbauen. Währenddessen Oskar und ich uns nun auf unsere Schlacht vorbereiten, ist etwas komplett Unerwartetes passiert. Und das seht ihr jetzt. Hi. Hallo Katja. Du, ich habe mal eine Frage. Ich bin gerade eben aufgewacht. Ich habe irgendwie ein kleines Schläfchen gemacht. Und es ist ja jetzt gerade so 12 Uhr. Und ich wollte fragen, hat der Oskar nicht eigentlich Schule? Also ich... Natürlich. Ja, oder? Der ist in der Schule. Ja, denn der ist in der Schule. Du, jetzt mal unter uns. Ich höre die ganze Zeit Oskar und Kevin da draußen an der Tür irgendwie was filmen. Also die rennen da rum und machen irgendwie Quatsch. Und da habe ich gedacht, bevor ich jetzt den Aufnahme irgendwie unterbreche, so also rufe ich dich einfach mal an. Bist du sicher, dass sich Kevin nicht irgendein Video anguckt oder so? Die rennen hier wirklich den Flur auf und ab, so als würden die weiß ich nicht was machen. Und also, es ist wirklich Oskar, den habe ich richtig gehört. Kevin, der hat doch zwischendurch noch seinen Namen gerufen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Der hat Schule. Eigentlich schon, oder? Ich rufe jetzt gleich sonst meine Schule an, ob er da ist. Ja. Ja, mach das mal. Ich habe nämlich schon Sorgen gemacht. Ja, also, kannst du mal da gucken, ob du die siehst? Und wenn ja, dann weißt du, ne? Darfst du ich sein und schau dich zusammen. Schule ist erste Stelle. Okay, dann weiß ich Bescheid. Vielen lieben Dank. Okay, ich glaube, ich nehme jetzt mal die Kamera mit und schau mal, was die da draußen so treiben. Jetzt öffne ich mal ganz leise die Tür. Oskar? Was machst du denn da? Gar nichts, gar nichts. Das sieht mir aber nicht nach gar nichts aus. Wo ist denn Kevin? Der ist im Büro. Im Büro ist der? Mhm. Oh. Kevin? Ja? Kevin? Ja? Ich muss erst mal die Tür zumachen. Was macht Oskar da vorne? Was macht Oskar hier? Oskar dreht mit mir, weißt du doch, so wie sonst? Nee, der dreht nicht so mit dir, so wie sonst. Er hat doch Schule, es ist 12 Uhr. Nein, der hat heute keine Schule. Ich habe gerade mit seiner Mama telefoniert. Die hat gesagt, er hat Schule. Die ruft gerade seine Schule an. Kevin, was hast du gemacht? Maybrit, ich glaube, es wird Zeit, dass wir den Zuschauern das jetzt auch nochmal verraten. Endlich, Kevin. Es war so anstrengend. Ich kann nicht mehr. Ich meine, ich habe ja gerade sogar mit Katja, Oskars Mama, telefoniert, falls uns belauschen sollte. Okay, aber die Frage ist, Oskar denkt ja wirklich, dass er jetzt gerade Schule schwänzt. Soll ich einfach mal zu ihm rübergehen? Und was soll ich zu ihm sagen? Ich glaube, ich will es einfach auflösen, dass du ihn jetzt geprankt hast, aber ihm auch einen schönen Tag beschert hat. Da kann er dir eigentlich gar nicht böse sein. Okay, komm, ich tue mal einmal so, als würde ich ihn jetzt einfach angreifen. Und dann sage ich ihm, yo, Oskar, ich habe dich einfach nur verarscht. Yo, Oskar! Mhm. Bist du eigentlich bereit für deine Schlacht jetzt? Ich krieg die Sachen hier kaum ausgepackt, ey. Du hast ja geile Sachen. Ey, Kevin, jetzt siehst du ja meine ganzen Sachen eigentlich. Was soll das denn? Oskar, ich glaube, es wird Zeit, dass ich dir die Wahrheit sage. Du hast heute eigentlich gar keine Schule gehabt. Du hattest heute einen freien Tag. Du hast nicht offiziell die Schule geschwänzt. Hä, wie jetzt? Mama hat doch gesagt, ich soll heute ganz normal zur Schule gehen. Ja, das war alles von Anfang an geplant. Kevin, du bist solch ein 31er. Warum hast du das denn jetzt gemacht? Oskar, ich dachte mir, ich verpacke das Ganze als Schuleschwänze und mach dir einen schönen Tag und kauf dir coole Sachen. Also ist auch ein schöner Tag. Aber
die verdammte Minigun geht hier nicht raus, weil man hierfür eine extra Schere braucht und hierfür brauche ich noch eine normale Schere. Ich merke schon, du bist total verzweifelt. Aber war trotzdem geil, heimlich die Schule zu schwänzen? Ja. Okay, Freunde. Ich würde sagen, ich habe damit gerechnet, dass du mehr ausrastest, aber ich glaube, weil ich dir die ganzen Sachen hier geholt habe, bist du glücklich, oder? Ja. Also Freunde, macht das Ganze auf jeden Fall, wie gesagt, nicht nach. Ihr habt gehört, Oskar hatte eigentlich heute eh keine Schule. Deswegen abonniert den Kanal und hast du noch was zu sagen? Die Sachen hier erstmal aufzubauen, ist schwerer als in Fortnite einen Epic Win zu holen. Okay, ciao.